Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Hähnchentacos mit scharfer Ananassalsa vorstellen. Ein super frisches Rezept, eher geeignet für Grillen, für Sommer, für ein bisschen Karibik, aber super lecker und nicht allzu scharf. Also schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich wie immer rausgelegt. Zunächst mal brauchen wir natürlich Tacos, hier Taco-Schalen, die ich fertig gekauft habe. Wir brauchen Hühnerbrust, wir brauchen eine Limette, rote Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und natürlich eine Ananas, hier eine frische, und glatte Petersilie oder Koriander, wenn ihr es mögt. Chiliflocken zum Würzen, außerdem Sriracha-Soße. Wir brauchen Pfeffer, natürlich Salz. Außerdem geräuchertes Paprikapulver, ein bisschen Öl zum Anbraten und für den besonderen Kick nochmal ein bisschen Kumin, Kreuzkümmel. Und außerdem für die Schärfe nochmal zwei Chilischoten. Und dann kann es auch losgehen. Ich fange an hier mit meiner Hühnerbrust. Die schneide ich so ein bisschen in Rauten ein, damit die Gewürze gleich besser einmassiert werden können. Und dann würze ich zunächst mal mit Pfeffer, außerdem ein bisschen Salz, und nach dem Salz gebe ich so die Hälfte von dem geräucherten Paprikapulver über meine Hühnchenbrüste. Und jetzt fange ich an und massiere die Gewürze hier so richtig ins Fleisch ein von beiden Seiten. Dauert so ein bisschen, wenn ihr damit durch seid, dann gebt ihr das Fleisch in eine Box und stellt die erstmal beiseite. Ja, als nächstes bearbeiten wir die Ananas. Hier eine frische Ananas, die schmeckt wirklich anders als die aus der Dose. Nicht so süß und nicht so weich. Na, als nächstes schneiden wir mal die Enden ab. Oben den Kopf und dann unten auch den Boden. Und dann schneiden wir von der Ananas mit einem Brotmesser, am besten mit einem scharfen, so die Schale runter. Möglichst so weit, dass ihr keine braunen Stellen mehr habt. Ich war hier ein bisschen vorsichtig, die könnt ihr hinterher noch ein bisschen entfernen. Die schmecken sonst holzig. Ja, dann können wir auch die anderen schon halbieren und vierteln. Und jetzt schneiden wir hier bei den Vierteln nochmal den Strunk in der Mitte raus. Der ist nämlich auch holzig. Und dann können wir längs nochmal Streifen schneiden und können dann diese Streifen hier in kleine Ananasstücken schneiden. Und das war's auch schon. Und dann ist unser Ananas auch schon fertig vorbereitet. Als nächstes Lauchzwiebeln. Nur unten die Wurzeln abschneiden, hinten das Grün, dass ich es nicht wegschmeiße. Das nehme ich für eine Gemüsebrühe. Und dann schneide ich meine Frühlingszwiebeln einfach in kleine Röllchen. Das war's auch schon. Rote Zwiebeln pellen und in möglichst kleine Würfel schneiden. Glatte Petersilie oder Koriander, wenn ihr es lieber mögt. Ich mag es nicht so gerne, deswegen hier glatte Petersilie einmal hacken. Und eine Limette, wenn es geht, eine Limette, keine Zitrone. Eine Limette schmeckt wirklich anders. Ja, dann habe ich jetzt hier noch meine zwei Chilischoten, die halbiere ich. Und jetzt ausnahmsweise kratze ich mal die Kerne raus, damit es nicht ganz so scharf ist. Also innen auch die Seitenwände, sitzt da die Schärfe drin. Und dann schneide ich die Chilischoten in kleine Stücken. Wenn ihr es ganz scharf mögt, lasst ihr die Kerne drin. Ab in die Pfanne, Bratöl in die Pfanne, erhitzen, nicht so ganz Vollpower, so mittlere Hitze und ja, drei Viertel. Und jetzt braten wir unsere Hühnerbrust durch. Die muss wirklich durch sein. Das kann ein bisschen dauern, 20 Minuten, ein paar Mal wenden ruhig. Das seht ihr dann, wenn sie durch sind hinterher, dann könnt ihr sie jetzt zerpflücken. Und ich mache das jetzt hier mit zwei Zangen. So, dann sieht das Ergebnis so aus, also schön klein, so also Pult schicken sozusagen. Und dann gebe ich jetzt die Ananas dazu, außerdem die roten Zwiebeln, die Chilischoten, meine Frühlingszwiebeln, die Hälfte von der glatten Petersilie, die andere Hälfte brauche ich noch zum Garnieren. Und das mische ich jetzt erstmal durch. Und dann gebe ich den Limettensaft dazu. Und wenn ich den Limettensaft dazu gegeben habe, dann kommen die restlichen Gewürze, meine Chiliflocken hier, für den Kick das Kumin, dann geräuchertes Paprikapulver, Pfeffer und auf jeden Fall Salz. Die Mischung braucht Salz. Und jetzt kommt meine scharfe Sriracha-Soße. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr auch irgendeine andere scharfe Soße nehmen, aber die Sriracha passt schon von der Richtung her gut. Und jetzt gut mischen und das Ganze dann am besten nach nochmal so eine halbe Stunde, Stunde durchziehen lassen, bevor ihr jetzt weitermacht. Und jetzt fülle ich einfach meine Taco-Schalen, die ich hier in eine Auflaufform gesetzt habe, in so eine Gratin-Form, damit sie stehen bleiben. Das hat ganz gut geklappt. 6 Stück gingen da genau rein, also 12 insgesamt. Das war ganz tricky.
Und wenn ich die alle gefüllt habe, dann toppe ich die noch so ein bisschen mit Creme Fraiche. Das passt ganz gut als Garnitur. Und als allerletztes geben wir jetzt über unsere Hähnchen-Tacos noch den Rest der glatten Petersilie zur Deko. Und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Sieht super lecker aus, oder? Fruchtig, scharf, aber nicht zu scharf. Crispy durch die Tacos, aber gleichzeitig weiche Füllung. Wirklich toll. Also lohnt sich, das mal nachzumachen. Ich denke, meine Hähnchen-Tacos mit scharfer Ananassalsa haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.